Entschuldigung. Ja, bitte. Sagen Sie mal, ich meine, ich will ja nicht fragen, so, aber machen Sie das öfters, Leuten beim Umziehen zuzugucken? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir gleich auch noch was anderes anziehe. Achso, dann einfach da hinten bei der Couch, glaube ich. Können Sie es gerne machen. Ja, genau, deswegen. Ich bin gerade am Überlegen. Weil irgendwie passt irgendwas noch nicht ganz zusammen an den Klamotten bei mir. Aber geht so. Wissen Sie, also wenn ich einen Tipp geben darf, die Hose sieht echt albern aus. Ja, ist auch irgendwie zu hell. Ja, ich finde auch, keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Jogger, den Sie seit 5 Tagen nicht mehr gewaschen haben. Wobei 5 Tage ist heutzutage kein Problem, aber sagen wir mal 2 Wochen. Ja, das vielleicht nicht, aber die ist echt zu hell, die Farbe. Die habe ich erst gestern tatsächlich hier gekauft. Dafür haben Sie Geld ausgegeben? Ja. Wie heißt diese Creme? Oh shit, ein Auto! What the fuck? Ey, wie kann er denn mich nicht sehen? Alter Scheiße, ich wollte nur ein Auto holen. Ey, so typisch, Alter. Bin ich 5 Minuten auf dem Server, werde ich mal fahren. Ist ja nicht so, als wäre keine Menschenseele auf dieser Scheißstraße unterwegs. Das ist so toll. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Alter! Oh, no. Ey! Das ist deine Rucke. Ey, das gibt's doch nicht. Brennst du, ey? Fährst du mir hinten in die Karre rein? Alter, Ampel rot. Hast du nicht gesehen? Er hat komplett meine Stoßstange geschrottet, ne? Alter, Mann, oh, fuck off, ey. Guck dir mal meine Karre an. Das ist mein Dienstwagen, schau mal. Naja, aber stabile Scheibe hast du auch nicht im Auto, ne? Ey, unglaublich, ey. Wie kann man denn so fahren, ey? Ich hab extra Tempomat gemacht so die ganze Zeit. Und dann kommst du und fährst mal einfach innen rein, ey. Ist ja geplatzt wie eine Fischdose, ey. Alter, du, ey. Wir kommen da an, unsere Autos sind Schrott. Hurra, ey. Schau bloß, dass du Land gewinnst, ey. Also, wir biegen da vorne wieder links ab. Nicht, dass du mir wieder die Karre fährst, ja? Unglaublich, ey. Achso, du willst hier anheuern, oder was? Warum nicht, ey? So. Ja, ist eine Idee. Besser als arbeitslos. Ich mach mir gerne die Finger schmutzig. Ja, schaut aber schick aus, ey. Ah, die Leute haben Geld hier anscheinend. Ah, die haben richtig Pulver, ne? Da ist schon voll, ne? Das war ein Messer genug, ey. Guten Tag. Ja, Herr Bürgermeister. Ich trifft mal ja auch überall. Sie hier. Ja. Guten Tag. Sie habe ich nicht erwartet, tut mir leid. Ich hätte sie jetzt hier auch nicht erwartet, aber schick, sie wissen was Gutes, ne? Ja, sie haben mich nicht gesehen. Guten Tag. Jo, der Eintritt heute ist nichts wieder runtergesetzt auf 2000. Okay. Sie sind die Chefin? Und Sie sind die Chefin von dem Laden? Nein. Dann würde ich gerne einmal Ihre Ausweise kontrollieren. Ja, einen Augenblick, ich unterhalte mich noch schnell mit dem Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister. Achso, Entschuldigung, die Dame, achso, die ist jetzt am Telefonieren, schade. Ich wollte Ihre Frau begrüßen. Oder sind Sie eigentlich verwandt so hier? Ach so, ich dachte, Sie wären hier mit ihr so ein bisschen liiert oder so. Nee, absolut nicht. Ich habe Geschmack, das wissen Sie doch. Alles gut. Herr Bürgermeister, wir haben ein kleines Problem. Mein Kollege wurde vorhin ausgeraubt. Der hat Minusgeld. Und und der Eintritt kostet 2000. Jetzt sind wir natürlich... Ja, ich übernehm das mal. Ach, sehen Sie mal, das ist ja sehr freundlich. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Vielen Dank. Sie wollen ja ein Geschäft führen, dann bin ich mal ein bisschen... Ja, dann... Haben Sie gehört? Ich zahle mal eben für die drei Herren hier. Für die drei Herren? Sie haben eine tolle Hupe. Okay, das heißt einfach Ihnen 6.000 drauf. Genau. Rechnen. Also noch 6.050 noch für 50 für die Kaffeekasse. Dann immer das Auto abstellen hier, das ist so laut hier, sehr unnormal. Ja, ich muss das gleich wegfahren, ich wollte nur den Security was fragen. Okay. Und Herr Bürgermeister, Sie haben so ein gewisses Kratzen in Ihrer Stimme. Da müssen Sie mal gucken, ob Sie da irgendwas mit den Stimmbändern haben. Ja, ich muss mal eben gucken. Das hatte ich vorhin, sagten Sie vorhin auch. Ich muss mal zum Arzt. Ja, das wäre nett. Das ist manchmal nur ein bisschen, stehen Sie auch für uns. Ein bisschen. Ja, wen haben wir da? Das ist doch der Stift vom Autohändler. Ja. Herr Schmidt.
Ja, genau, ich muss nur fragen, ob der Club heute auf hat. Ja, wie können Sie sich so ein Auto leisten als Lehrling? Ist das Ihre? Nein. Ich muss Testfahrten machen von Beschleunigung und das dann eintragen. Sie wirken aber sehr nervös, außerhalb der Arbeitszeit. Nein. Kommt mir sehr spanisch vor, muss ich mal sagen, aber ist okay. Er ist nur überrascht, dass wir ihn hier antreffen wahrscheinlich. Ja, genau. Hallo. Okay. Hallo, Herr Bürgermeister. Ja. Wo ist denn jetzt der Türsteher hin? Ich dachte, ich wollte mir eine Rechnung schreiben. Was stimmt denn hier nicht? Ja, der ist jetzt wieder reingerannt, bestimmt. Also, hat der Club heute auf? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gleich aufmachen, jeden Moment. Danke dir, Swatman. Ja, okay, dann bin ich später vielleicht da. Ja, wo fahren Sie denn jetzt noch hin? Ich fahre jetzt noch wieder zum Autohandel nur. Aha. Das machen Sie mit Kundenautos? Sie fahren mit einem Kundenauto von einem Stripclub? Zu gucken, ob er nur auf hatte. Ich gehe jetzt aber wieder. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es ein Geschäftsmann ist, wie kann das denn sein, Auto von einem Stripclub? Dann hat es ja so einen richtigen Rattenschwanz an sich. Also das kann ja richtig Probleme in seiner Ehe ergeben. Also Rattenschwänze sehen wir da drin gleich. Ja. Oha, ich würde das Konzept mal ein bisschen ändern. Ne? So ein kleiner Tipp am Rande halt, ne? Ja, ne? Ja, also, fürs nächste Mal, ne? Ja, ne? Also, bis später. Ja. Bis später. Ja, ich komm rein. Oh! Hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Hier haben wir eine schicke Frisur. Guck mal, die gehen da alle rein, als würde sie keinen Eintritt geben. Da bin ich dabei, ey. Schau mal, da kommt der nächste Rambo. Warum haben wir denn das Auto fahren gelernt hier? Habt ihr ganz schnell einen organisiert? Oh, jetzt kommen Leute rein, das soll eigentlich noch nicht passieren. Wir sollen bitte nochmal draußen. Ja, der Türsteher ist auf einmal verschwunden. Ja, ich stelle mich so lange in die Tür. Okay, alles klar. Alles klar. Mal wieder. Und der hier? Der kommt direkt von der Arbeit, so wie es aussieht, ne? Mit seiner der packt Nazose. Auch gut, Alter. Die packen ja alle gut hin. Ja, guten Abend, hallo. Dicke Unterbeleuchtung. Ja, Mann, du bist auf der Formel 1 Strecke. Mal schauen. Er hat aber auch ganz schön eilig, hä? Druck auf der Hose, oder? Weißt du, so eilig haben? Natürlich, die Frauen müssen jetzt erstmal flachgelegt werden. Aha, da weiß ich mal was Gutes hin. Herrschaften, ich muss hier heute mal leider Gottes einspringen. Das ist für meine. Hat er den geparkt hier wieder? Nein, jetzt. Jetzt haben wir ein eigenes Auto auf. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht raus. Oh! Jetzt muss ich immer ganz ehrlich. Oh Gott, ich will fahren. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Oh, ich komm da nicht rein, ey. Geht's doch nicht, ey. Komisch. Haben sie ihr Hörgerät nicht drin oder was? Können sie mich nicht hören? Werden immer Leute gesucht. Ja? Entschuldigung, ich unterbreche ja ungern die schöne Szenerie hier. Da draußen, der weiße Mercedes, der hinter dem Laden hier parkt, der steht so nah am Fahrzeug, dass ich nicht einsteigen kann. Ist es Ihre? Ist das Ihre? Ein wunderschönes. Sam? Ja? Ist der weiße Mercedes deiner? Ich habe keinen weißen Mercedes. Okay. Ich muss einen Kunden abholen und ich komme nicht in mein Fahrzeug rein. Ja, wir wollten jetzt gerade wissen, ob dir der gehört. Das oder ist gehört von der Jana. Von der Jana ist der weiße Mercedes. Warte, haben wir gleich. Ach, nur, ich mach wieder nur Ärger, mein erster Abend hier so und dann. Ja, was willst du machen? Ja, aber auch passt so nah an meinem Auto, dass meine Tür nicht mehr aufkriegt. Das hatte ich heute am Autohaus auch. Ich wach auf. Das erste ist, ich gehe zu meiner Karre. Das ist komplett wieder bis oben hin zugeparkt. Kann ich direkt mal die Mechaniker wieder rufen, damit sie hier den ganzen Parkplatz hier wieder im Autohaus frei machen. Ich habe vor lauter Panik beim Öffnen der Tür gerade meine Seitenscheibe eingeschlagen. Oh, das kenne ich auch. Das mache ich auch manchmal versehentlich. Das kostet jetzt richtig Geld, ey. Nur weil die Dame nicht parken kann. Ich will ja nicht so, ich will auch niemand zeigen. Raumsteuer, das wird teuer, ne? Das wird richtig teuer, ja. Ja, ganz ehrlich, der Kunde ist bestimmt da nicht mehr da, so. Ich muss ihm mal kurz ein SMS schreiben. Ganz ehrlich, der Beruf des Taxifahrers ist grauenhaft. Ja, da wirst du eingeparkt, dann kannst du die Leute nicht abholen. Ich weiß es nicht. Kümmert sich denn jetzt jemand gerade um das Fahrzeug? Wissen Sie das, Herr Bürgermeister? Ja,
Da wird sich gerade, glaube ich, drum gekümmert. So, Herr Koch, Sie können dann in Ihren Taxi einsteigen. Ich habe das Auto mal eben freigefahren. Vielen herzlichen Dank. Bis später. Bitteschön. Skandal, Leute. Skandal. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.